Wir sind auch noch ein bisschen atemlos nach dem Spiel. Die Mühlis schlagen Werder Bremen mit 3:2. Knaller. Werder Bremen ist ein gutes Stichwort. Hatten wir vom Freeway Cup bei uns zu Gast im vergangenen Jahr zweimal mit einer Werder Fußballschule. Und Matze Fink vom ISC, ihr hattet den ISC zu Gast, ihr hattet Werder zu Gast als Ausrichter, als Gastgeber. Linus, dein Junior, hast du auch mitgebracht. Erzähl mal, warum ist eine Werder Fußballschule vom Freeway Cup gesponsert und präsentiert so cool? Ja, also wir vom ISC können nur sagen, es war ein super Event. Die Trainer, die da waren, waren super gut drauf. Haben mit den Jungs richtig Spaß gehabt, zwei Tage. Also ich kann nur jedem aus unserem Kreis empfehlen, euer Angebot anzunehmen. Linus, du warst dabei, ne? Du hast mitgemacht. Kannst du noch erzählen, was hast du alles gelernt bei der Werder Fußballschule? Was haben die dir beigebracht? Ja. Haben die dir was beigebracht? Übersteiger oder irgendwas? Also vor allem haben die mir bessere Tricks beigebracht. Das Dribbling haben sie mir erneut gezeigt. Also da ist richtig was drin. Und Dieter Alz und sein Trainerteam, die sind einfach richtig entspannt. Ne? Das macht Spaß. Also über Dieter kann ich nur sagen, wir haben ihn kennengelernt. Es war super genial, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir haben einen super Talk gehabt. Jeder Verein, der ihn da hat oder der ein Trainerteam da hat, der Frankie ist auch heute hier, ich habe ihn eben schon begrüßt, der kann nur sagen, man kann alles mit denen machen. Wir haben einen super Talk gehabt, du warst auch da. Wenn man die bittet, irgendwas zu machen, die haben für alles ein offenes Gehör, also es war schon super. Okay, deswegen nochmal zum Mitschreiben, ISC super begeistert. Dieses Jahr gibt es in den Herbstferien eine Werder Fußballschule bei uns im Lübecker Land. Der Freeway Cup wird es wieder sponsern, hat den Daumen schon drauf auf dem Termin. Das ist gefixt in den Herbstferien und wir werden es vom Freeway Cup, werden wir alle Vereine im Fußballkreis Lübeck einladen, Gastgeber zu sein und die Werder Fußballschule zu sich zu holen. Wir werden Ende des Monats oder Anfang Februar werden wir das Ganze ausschreiben und euch einladen. Ihr habt gehört, es ist eine tolle Sache, der Termin ist fix, meldet euch bei uns. Wir freuen uns, danke an Linus, danke an Matze Finke vom ISC, danke an die Mühlenkreisauswahl für das tolle Spiel, eben weiter geht's auf dem Court.